Der dritte Hadith, das ist der Hadith von Anas ibn Malik. Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, darin sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Das heißt, keiner von euch ist gläubig, keiner von euch hat Iman, bis er oder solange er nicht für seinen Bruder liebt, was er für sich selbst liebt. Anas ibn Malik, seine Kunya ist Abu Hamza. Abu Hamza mit einem scharfen Haar oder mit einem leichten Haar. Scharfe Haar. Also Hamza oder Hamza. Scharfe Haar. Also Hamza. Was bedeutet dieser Name? Diese Kunya, die Kunya nennt man, glaube ich, in der deutschen Sprache Beinamen oder Kosenamen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat ihn so genannt. Warum hat er ihn so bezeichnet? Was bedeutet Hamza eigentlich? Al-Hamaza oder Al-Hamz. Al-Hamz bedeutet, Al-Hamaza bedeutet, wenn etwas einen bitteren Geschmack hat. Etwas, wenn etwas bitter ist. Warum hat er ihn so genannt? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat ihn als Kind getroffen. Anas ibn Malik war 10 Jahre alt. 10 Jahre alt, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nach Medina gekommen ist. Er hat ihn so genannt, weil er hatte eine Leidenschaft gehabt, ein bestimmtes bitteres Kraut zu sammeln als Kind. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat ihm dann diesen Namen gegeben. Also er war 10 Jahre alt, als er nach Medina gekommen ist. Und seine Mutter, Umm Sulaym, hatte ihn zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam gebracht. Und sie sagte zu ihm, nimm ihn zu dir, er soll dir dienstbar sein. Also weis ihm Aufgaben zu und benutze ihn für diverse Tätigkeiten. Und daraufhin sagte sie zu ihm auch, also sie bat den Propheten sallallahu alaihi wasallam darum, für ihn ein spezielles Bittgebet auszusprechen. Und daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Allahumma akthir malahu wa walada. وبارك فيه أكثر ماله وولده. Mehre ihm an Vermögen und Nachkommen. Also Vermögen und Nachkommen, und segne ihn. Anas ibn Malik berichtet über sich selbst, dass er über 100 Kinder hatte. Also über 100 Kinder. Und er hat auch fast circa 100 Jahre gelebt. 100 Jahre und zählte zu den wohlhabendsten Gefährten unter den Sahaba. Er ist im Jahr 90 nach der Hijra gestorben. Und er hatte anfangs in Medina gelebt, wie wir eben gesehen haben. In Medina gelebt, und irgendwann ist er nach Basra ausgezogen und dort verstorben. Und er ist der letzte der Sahaba, der in Basra gestorben ist. Aber nicht der letzte insgemein oder im Allgemeinen von den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der verstarb. Der letzte im Allgemeinen, jetzt unabhängig von dem Ort, ist Abu Amir al-Tufail. Er ist im Jahr 100 nach Hijra gestorben, war tatsächlich der letzte lebende Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Anas ibn Malik wird nicht unter den sogenannten Badriyun gezählt. Er wird nicht zu den sogenannten Al-Badriyun gezählt, die eine gewisse Vorzüglichkeit haben gegenüber anderen, die nicht teilnahmen. Obwohl er dabei gewesen war. Er war dabei gewesen, er hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam begleitet. Aber wurde nicht zu ihnen gezählt. Und der Grund: Wann war die Raswatul Badr? Im zweiten Jahr nach Hijra. Im Monat Ramadan, im zweiten Jahr nach der Hijra. Also wie alt war er dann? 12 Jahre alt war er. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hatte
schon Ibn Umar abgelehnt. Ibn Umar, Abdullah Ibn Umar, wurde nicht zugelassen. Er war 13 Jahre alt. Denn er hat erst ab 15 Jahre, diejenigen, die 15 Jahre, mindestens 15 Jahre hatten, wurden zugelassen von ihm. Anas ibn Malik ist auch einer der 6 oder 7 Gefährten des Propheten, die zu den häufigsten Überlieferern des Hadith gehören. Was bedeutet das, wenn wir sagen, die Gelehrten nennen diese Sahaba Al-Mukthirun. Al-Mukthirun, das heißt jene, die besonders viele Ahadith übermittelt haben. Ab wann zählen wir jemanden zu den Mukthirun? Wann sagen wir das? Sie sagen, diejenigen gehören zu ihnen, die über 1000 Überlieferungen haben. Und an der Spitze von ihnen ist Abu Huraira, aber er ist nicht der Einzige. Wir haben hier folgende: Abu Huraira, Jabir ibn Abdullah, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Anas ibn Malik, das ist unser Mann hier, und Aisha radiallahu ta'ala anha. Diese 6 gehören zu den Al-Mukthirun, die meisten Ahadith, die wir heute haben und kennen, kehren zu diesen 6 zurück. Anas ibn Malik hat über 2000 Ahadith. 2200 irgendwas, wenn ich mich nicht irre. Und davon mehr als 100 und weniger als 200 in den Sahihain, Bukhari Muslim. Es ist eine interessante Frage. Manchmal fragen sich diverse Kritiker, Hadith-Kritiker, wie es sein kann, dass es so viele Riwayat gibt. Wenn wir die Überlieferung mal zusammen kalkulieren, was in manchen Biografien genannt wird von diversen Gelehrten, der kannte 100.000 und Fulan kannte 200.000 Ahadith und er hat diese Ahadith aus 400.000 ausgesucht. Und da ist einer, der hat 1 Million Überlieferungen. Wie geht das? Das ist ganz interessant. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sicherlich nicht so viele Aussagen getätigt, ne? Weil das ist die Frage, die sie dann haben. So viel, die rechnen das auch aus, dann mathematisch, wenn er so und so viele Aussagen hätte und er hat so viele Jahre als Prophet gelebt, 23 Jahre, dann wäre das gar nicht möglich. Die Zeit reicht gar nicht dafür aus, so viele Aussagen zu tätigen. Das Problem ist, wenn man sich mit einer Materie nur halb beschäftigt und auf dieses Halbwissen ist das schlimmste Wissen. Halbwissen ist das gefährlichste Wissen. Und wenn man dann auf dieses Halbwissen, aus diesem Halbwissen diverse Resultate und Ergebnisse ziehen will, das ist natürlich dann nicht immer garantiert, dass da alles gut läuft. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht so viele Aussagen gemacht, aber es ist einfach wie folgt. Wenn wir jetzt beispielsweise den Hadith haben, man kadaba alayya muta'ammidan, wer absichtlich, willkürlich über mich lügt, der soll seinen Sitz in Jahannam nehmen. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, sie sagen, dass dieser Hadith von 40 der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam tradiert wird. 40. Diese 40 haben das dann nochmal 10, 20, 30, 40 Leuten weitergegeben. Und die haben das wieder 50, 60, Hunderten weitergegeben, jeder einzelne von ihnen. Und dann der hat das wieder weitergegeben an 50, 100, 1000, das kann immer unterschiedlich sein, bis dann die Bücher entstanden sind. Jeder einzelne, also wenn wir zum Beispiel jetzt haben, Abu Huraira berichtet diesen Hadith an 40 Männer. Jeder einzelne von diesen, beispielsweise Fulan über Abu Huraira, Fulan über Abu Huraira, so und so über Abu Huraira, das sind schon 3 Ahadith. Versteht ihr? 3 Ahadith sind das schon. Das heißt, ein einziges Wort des Propheten sallallahu alaihi wasallam kann 100-fach als ein Hadith gezählt werden. 200-fach und 1000-fach als ein und der gleiche Hadith.
Und das ist übrigens eine ganz interessante Sache bei den Gelehrten der sogenannten Ashab al-Ilal, die Gelehrten, die Ahadith präzise und genau studieren. Wie kommen sie darauf, in manchen Überlieferungsketten Fehler zu entdecken? Fehler entweder in der Überlieferungskette oder in einem Wortlaut. Jemand hat ein Wort hinzugefügt und sie sagen, dieses Wortlaut, dieses Wort hier ist nicht korrekt. Oder sie sagen, die Riwaya von Fulan über Fulan ist falsch, richtig ist, dass die von so und so ist. Wie kommen sie darauf? Und das ist das Interessante. Die Gelehrten des Hadith sagen, die Richtigkeit eines Hadith kann nur dann begründet werden, wenn alle Wege miteinander verglichen werden. Ich gebe euch ein Beispiel. Wir haben jetzt einen Mann, der heißt Abdullah. Abdullah hat 20 Schüler. Also mit Schüler ist im Sinne des Hadith gemeint, wenn die Gelehrten im Hadith sagen, Fulan ist von seinen Schülern oder so und so ist von seinen Schuyuch, was heißt das? Fulan hat 600 Schuyuch, 1000 Schuyuch, was ist damit gemeint? Es ist nicht möglich, dass du bei 1000 Männern sitzt und bei ihnen mehrere Jahre studierst, oder? Ist nicht möglich sowas. Wenn ich einen Hadith von einem Mann höre, er überliefert ihn und ich höre ihn, dann ist er von meinen Schuyuch. Steht ihr? Ich habe nur ein Hadith von ihm gehört oder ein paar Hadith von ihm, die ich überliefere über ihn, dann der zählt zu meinem Schuyuch. Auch wenn ich nicht bei ihm länger geblieben bin, nicht von ihm profitiert habe, bei ihm nichts gelernt habe, zählt zu meinem Schuyuch. Da jetzt haben wir diesen Abdullah und er hat 20 Schüler. Und diese 20 Schüler haben wieder Schüler. Alle Schüler der Schüler überliefern ein Hadith nach einem bestimmten Schema. Einer von den Schülern der zweiten Generation hat aber ein Wörtchen hinzugefügt, das wir bei keinem anderen finden. Versteht ihr? So erkennen wir ganz einfach, dass hier etwas hinzugefügt worden ist oder etwas weggelassen worden ist, also da ist ein Fehler. Das heißt, der Ilm al-Hadith oder die Überlieferung des Hadith ist nicht, wie einige Muslime denken, ist nicht Kofferpacken. Kennt ihr Kofferpacken? Da flüstert einer dem anderen etwas ins Ohr oder sagt es laut. Er sagt es laut, aber lassen wir es mal beim Flüstern. Er flüstert einem etwas ins Ohr und der gibt es dann weiter, flüstert es dem Nächsten ins Ohr und so entsteht ein Hadith. Manche haben die Vorstellung, dass der Hadith so funktioniert. Stille Post. Ja, stille Post, nicht Koffer packen. Stille Post. Und dann denken sie, das ist absurd. Einmal stellen sie sich das so vor und dann heiligen sie den Ilm al-Hadith. Wenn das so wäre, wenn das tatsächlich so wäre, der Hadith, dann wäre es keine verlässliche Quelle. Dann wäre es tatsächlich keine verlässliche Quelle. Und auch einige der Orientalisten, die sich mit den Wissenschaften des Orient beschäftigen, dazu gehören auch die Islamwissenschaft, denken tatsächlich auch, und das sind Fachleute ihres Bereiches, denken tatsächlich auch, dass der Hadith so funktioniert. Aber das ist natürlich nicht korrekt. Tayyib. Also wir haben dann Anas ibn Malik. Wie gesagt, er gehört zu den Al-Mukthirun. Es gibt aber keine Zwangsläufigkeit zwischen der Menge der Überlieferung und der Menge der Fatwa. Oder? Oder muss es bedeuten, dass Abu Huraira, der die meisten Ahadith überliefert, auch von ihm die meisten Fatawa stammen? Das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Es ist tatsächlich auch nicht so. Abu Huraira zählt nicht zu den Mukthirun in der Fatwa, also zu denen, über die viele Fatawa, Rechtsaussprüche, Rechtsaussagen tradiert wurden. Ich habe sie auch mal hier zusammengefasst, die Al-Mukthirun in der Fatwa. Insgesamt können wir sagen, haben wir 20, die häufig Fatawa ausgesprochen haben. Und der ganze Fiqh der Umma mit allen vier Rechtsschulen ist auf diese 20 zurückzuführen.
Aber insgesamt gab es ca. 130 der Gefährten des Propheten, die Rechtsaussprüche gesprochen haben, von mehr als 100.000. Das heißt, nicht alle der Sahaba waren Mujtahidun oder Gelehrte im Islam. Auch die Sahaba haben sich in ihren Anliegen an diese genannten gewandt. Hier haben wir sieben, die sehr viele Rechtsaussprüche gemacht haben. Was heißt sehr viele? Wenn wir sie zusammen sammeln würden, würden daraus mehrere Bänder entstehen. Sagt man Bänder oder Bände? Bände. Es gibt zwei Mehrzahlen. Ne? Einmal die Mehrzahl von Band, so wie ein Armband oder so. Einmal Band, das Buch. Ich weiß aber gerade nicht. Bände? Okay. Da haben wir Umar an der Spitze. Und sie im Vergleich dazu, Umar hat sehr wenig Hadith, aber dafür viele Rechtsaussprüche. Dann haben wir Ali, dann haben wir Ibn Mas'ud und dann haben wir Aisha, Zayd ibn Thabit, Ibn Abbas und Ibn Umar. Also der größte Teil des Fiqh kehrt wirklich zu diesen sieben zurück. Und dann haben wir in der Mittelmäßigkeit, da haben wir Abu Bakr, Uthman, Ummu Salama, Anas, den wir eben hatten, Abu Sa'id, Abu Huraira, Abdullah ibn Amr und andere. Und dann haben wir alle anderen von den 130 oder sagen 110 übrigen, die haben dann nur sehr wenige Rechtsaussprüche gehabt. So, kommen wir zu dem inhaltlichen Teil des Hadith. Keiner hat Iman, keiner hat Glauben, bis er für seinen Bruder liebt, als er für sich selbst liebt. Was heißt das, er hat keinen Iman? Keinen Iman, was bedeutet das? Na. Keinen vollständigen Iman. Tayyib, ist es Pflicht, einen vollständigen Iman zu haben? Es ist in der arabischen Sprache wie folgt, und das ist sehr wichtig zu wissen. Er sagt ja, La yu'minu. Er benutzt dieses Wort La, der Negierung. Das nennt man das La, der Negierung. Hiermit wird etwas verneint. Die Gelehrten der Sprache und auch die Gelehrten des Usul Fiqh erwähnen, dass die Verneinung drei Bedeutungen haben kann. Wenn ich sage, er hat keinen Iman, dann kann das drei Bedeutungen haben. Oder auch in einem anderen Kontext, nicht nur in Bezug auf das Wort Iman. Das kann heißen, Nafyul Wujud. Das heißt, diese Sache existiert gar nicht. Sowas existiert nicht. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, er sagte, La tiyara. Was heißt La tiyara? Ich weiß nicht, wie man das in der deutschen Sprache übersetzen soll. Tiyara ist eine Form des Pessimismus. Wenn ich zum Beispiel einen schwarzen Vogel sehe oder eine schwarze Katze, Ja, Aberglaube ist, glaube ich, allgemeiner, das umfasst mehrere Sachen. Schlechtes Omen, ja. Er sagte es, la tiyara, was heißt das? Yani, es gibt kein schlechtes Omen. Es gibt es nicht. Okay. Das ist eine Bedeutung. Es kann aber auch sein, nafyul wujud al-shar'i. Das bedeutet, dass etwas schariatisch gesehen wie nicht existent behandelt wird. Das heißt, es ist so, als ob es gar nicht existiert. Wie in dem Hadith, als ein Mann den Propheten sallallahu alaihi wasallam verfolgte, die Moschee betrat, mit ihm sich hinstellte, betete und daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm, das ist in Bukhari Muslim, er sagte: "Irji' fa innaka lam tusalli." Geh zurück und bete, du hast nicht gebetet. Er hat gebetet. Also motorisch betrachtet, ja, er hat Bewegungen gemacht und er sagt, du hast nicht gebetet. Was heißt das? Unvollständig, unvollkommenes Gebet oder? Nein, und nicht unvollkommen, gar kein Gebet. Es ist kein Gebet, wenn eine Säule fehlt. Wenn eine Säule, eine Handlung fehlt, kann man nicht von der Handlung sprechen. Sie ist wie nicht existent. Das ist die zweite Bedeutung. Es gibt noch eine dritte Bedeutung. Nafyul Kamal. Das heißt die Negierung der Vollkommenheit einer Sache.
Das heißt, es wird weder negiert, dass es so etwas gibt, noch wird die Gültigkeit negiert, sondern nur die Vollkommenheit einer Handlung. Und daher kommt auch der Khilaf bei den Rechtsgelehrten über den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam: La salata liman lam yaqra bi fatihat al-kitab oder bi umm al-kitab. La sala, kein Gebet. Was heißt das, kein Gebet? Was heißt kein Gebet? Mashi, aber das ist eine Möglichkeit. Es kann aber auch heißen, dass es unvollkommen ist. Deswegen haben einige der Fuqaha das so ausgelegt und waren der Auffassung, dass nicht das Lesen der Fatiha die Bedingung und Säule im Gebet ist, sondern allgemein etwas vom Koran zu lesen. Wie Allah Ta'ala sagt, فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ. Lest, was euch leicht fällt vom Koran. Das ist zwar nicht die Meinung der Mehrheit, aber einige haben das so ausgelegt. Und das unter anderem damit bekräftigt, dass es zum Beispiel andere Texte gibt, in denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, über das Gebet dessen, der nicht die Fatiha liest, er sagte, فَهِيَ خِدَاجٌ. Khidaj heißt unvollkommen. Khidaj heißt unvollkommen. Al-Khidaj ist die Frühgeburt eigentlich. Al-Khadij ist die Frühgeburt. Wenn ein Kind zu früh auf die Welt kommt, ist es noch nicht vollkommen, oder? Aber es ist da. Und genauso ist es hier. Das ist die Meinung mancher der Rechtsgelehrten. Warum ich das sage? Nur damit wir verstehen, was es bedeutet, wenn er sagt, es gibt, wenn etwas negiert wird. Und auch hier ist das der Fall. La yu'min, das heißt, er hat keinen vollkommenen Iman. Aber nochmal zurück zu der Eingangsfrage, wenn wir sagen, keinen vollkommenen Iman, ist das eine, versündigt man sich damit, wenn wir von der Vollkommenheit reden, ist das Fehlen der Vollkommenheit eine Sünde oder eine, hat man sich damit sozusagen etwas entgehen lassen? In der Realität gibt es zwei Formen der Vollkommenheit oder der Vervollkommnung. Hier ist, dieser Hadith wird erklärt mit einer Überlieferung im Musnad von Ahmed, da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. Der Mensch, der Diener, wird nicht die Realität des Imans erreichen, solange er für seinen Bruder nicht liebt, was er für sich selbst liebt. Die Vollkommenheit kann eine Pflichtvollkommenheit sein, kann eine Sollvollkommenheit sein. Ich gebe euch ein Beispiel in Bezug auf den Iman, wenn wir jetzt vom Iman reden. Der Iman hat eine Grundbasis, ein Minimum. Das ist eine Pflicht. Dann gibt es darüber eine Vollkommenheit, denn wenn wir von einer Grundbasis reden, das heißt, der Iman kann nicht noch weiter verkürzt werden, aber er kann aufsteigen und vervollkommnet werden. Bis zu einem gewissen Rahmen ist auch diese Vervollkommnung eine Pflicht. Das Ausführen der Wajibat, ist eine Vervollkommnung. Pflicht oder nicht Pflicht? Pflicht. Das sich Enthalten von den Muharramat ist eine Vervollkommnung, aber auch Pflicht. Irgendwann endet das, aber dann beginnt eine neue Phase, eine neue Stufe der Vervollständigung, und das ist dann alles, was darüber hinausgeht, die erwünschten Handlungen, die unerwünschten Handlungen, das heißt, das Tun, Ausführen der erwünschten Handlungen, das sich Enthalten von den unerwünschten Handlungen. Es stellt sich eine Frage, dieser Hadith klingt, der eine oder andere wird vielleicht meinen, er klingt sehr unrealistisch oder utopisch. Wenn ich für meinen Bruder lieben soll, und es geht ja nicht nur um einen, sondern um viele. Wenn ich für ihn lieben soll, was ich für mich liebe, ist das überhaupt, kann man so etwas realisieren? Kann ich das realisieren? Wenn ich für ihn liebe, was ich für mich liebe, bedeutet das nicht zum Beispiel extremen Altruismus auch, alles zu teilen, alles abzugeben? Ibn Salah wurde diese Frage gestellt, inwiefern das realistisch ist oder inwiefern man das wirklich auch durchleben kann. Und dann sagte er Folgendes, also übersetzt jetzt, er sagte,
dies könnte als etwas Schwieriges, gar Unmögliches gezählt werden. Dem ist aber nicht so. Denn die Ausführung dieser Sache, dieser Handlung oder dieser, es ist ja eine Gesinnung eigentlich, ist erfüllt, wenn er es liebt, dass ihm, ja, dem Muslim, auch derartiges zuteil wird, auf eine Art und Weise, in der er ihn selbst nicht einschränkt, ja, oder rivalisiert, also zum Konkurrenten wird. Und dann sagt er, und das ist für ein gesundes Herz ein leichtes. Ja, das ist ein leichtes für ein gesundes Herz, weil du musst ja nichts aktiv machen. Es ist nur eine Gesinnung, eine Einstellungssache. Aber in der Realität gibt es viele Menschen, das habe ich auch letztens erwähnt, die, obwohl diese Handlung etwas ganz Einfaches ist, den Menschen, den anderen nichts gönnen können. Das ist eine seltsame Sache. Wenn ihm etwas gegönnt wird, inwiefern schadet es dir? Inwiefern schränkt er dich ein? Inwiefern ist er denn ein Rival oder Konkurrent von dir? Aber trotz dieses Umstandes zu geizen und ihm Schlechtes zu wollen und wünschen, das ist eine extreme, extrem schlimme und akute Herzenskrankheit. Ja. Deswegen sagt er hier, er sagt, das ist ein leichtes für den, der ein gesundes Herz hat. Bei ihm. Al-Ahnaf wurde gefragt, woher er diese Milde und die Nachsicht her hat, von wem er sie gelernt hat. Und er sagte, von mir selbst. Und man fragte ihn, wie er das von sich selbst gelernt hat. Denn grundsätzlich, wenn wir von Charakteren sprechen, dann gibt es immer jemanden oder oft jemanden, der dich beeinflusst, der dich geprägt hat, von dem du das übernommen hast. Daher sagen sie, es gibt in der arabischen Sprache ein Sprichwort, das sagt, sie sagen, At-Tiba' Sarraqa. Weißt du, was das heißt? At-Tiba', die Eigenschaften des Menschen, Charaktereigenschaften des Menschen, oder der Charakter des Menschen, seine Natur ist ein Dieb. Sie ist ein Dieb. Inwiefern? Du nimmst die Eigenschaften, die Werte, die Ansichten deiner Gesellschaft an. Bewusst oder unbewusst? Kann beides sein. Bewusst oder unbewusst. Und besonders da, wo es einen gewissen gesellschaftlichen Druck gibt. Und das Interessante ist, dass dieser gesellschaftliche Druck nicht nur deinen Charakter beeinflusst, sondern auch deine Ansichten. Deine Ansichten werden auch geformt dadurch. Man kann sich das so vorstellen, also diese Leitkultur, die man hat, oder dominante Weltansichten, Wertevorstellungen. Kennt ihr diesen Schraubstock? Kennst du Schraubstock, ne? Wenn du eine zähe Masse hast, du hast eine zähe Masse, sie ist also nicht robust und stabil, und du legst sie da dazwischen und drehst, sie wird sich verformen. Sie wird sich verformen, entsprechend der Stärke des Drucks. Und so ist auch der Mensch und auch die Muslime hier in Deutschland und Europa, die nicht robust sind, die nicht stabil sind in ihren Ansichten. Das ist eine traurige Sache, dass. Und es ist hier besonders in Deutschland, Europa und unter dem Einfluss der westlichen Ansichten, des Atheismus, der Wertevorstellungen, das dominiert hier alles. Überall ist man damit konfrontiert, in der Schule, im Kindergarten, in den Medien, in den sozialen Netzwerken, im Fernseher, überall. Und wenn es da nicht eine gewisse Stabilisierung gibt, mit der die Muslime
oder mit der man sich selbst immun macht und seine Umgebung, dann ist man Gefahren ausgesetzt. Und das Problem ist, oder eines der Ziele, die man anstreben sollte, hier auch besonders hier in Deutschland, dass der Iman der Muslime aus dem Kreis des Taqlid und des Erbes in den Kreis von Gewissheit und Überzeugung geschoben wird. Ibn Taymiyyah hat eine ganz interessante Definition für den Muqallid. Der Muqallid, ich habe schon mal das Wort Muqallid gehört. Was heißt Muqallid? Al-Muqallid ist jemand, dessen Auffassungen und Ansichten nicht auf Belege basieren, gründen. Und mit dem Beleg ist nicht nur gemeint, das Auswendiglernen eines Belegs, das bringt einen nicht aus dem Kreis des Taqlid. Wenn ich ein Kind das Sahih Bukhari und Sahih Muslim und die Al-Kutub al-Sitta beibringe, der hat alles im Kopf, ist er dadurch kein Muqallid mehr? Der ist immer noch ein Muqallid. Also der hat seine Ansichten über, ich nenne es mal jetzt so, seine Überzeugungen, basieren nicht auf Analyse, auf Forschung, auf Begreifen, sondern sind einfach dahergebrachtes, konventionelles. Der Mensch kann in der Aqida diesen Status haben, aber auch im Fiqh und so weiter. Es geht hier nicht darum, ob der Iman eines Muqallid gültig ist oder nicht, das ist nicht die Frage. Aber es geht darum, dass Ibn Taymiyyah sagte, er hat ein interessantes, wirklich sehr interessantes, eine sehr interessante Definition für den Muqallid, also den, ich nenne ihn mal Blindfolger. Ich finde dieses Wort Blindfolger ist nicht so, also ich finde, das ist, hat so eine negative Konnotation, das ist nicht so ganz gut, weil in den Angelegenheiten des Fiqh kann es tatsächlich eine Pflicht sein, oder? Wenn du entweder du bist ein Mujtahid oder du bist kein Mujtahid. Und wenn du kein Mujtahid bist, dann bleibt dir nichts anderes übrig als der Taqlid. Aber er sagte, Al-Muqallidu man idha shukkika shak. Das ist die Definition des Muqallid. Der Muqallid ist der, wenn man ihn in Zweifel bringen möchte, kannst du ihn zweifeln lassen. Wenn du ihn in Zweifel bringen möchtest, kannst du ihn in Zweifel bringen. Du musst ein bisschen wortbegabt sein, ein bisschen eloquenter sein als er, ein bisschen mehr Ahnung als er haben. Man kann auch ein Gelehrter sein. Und das sieht man in Fiqh-Angelegenheiten ganz einfach. Er ist heute voll überzeugt von einer Sache. Felsenfest überzeugt. Am nächsten Tag spricht einer mit ihm zwei Worte, nennt ihn hier und da ein, zwei Textchen, und dann hat er die umgekehrte Überzeugung und zweifelt an seinem alten Standpunkt. Das ist der Muqallid. Und das kann in der Aqida auch so sein. Auch in der Aqida kann es sein. Deswegen, man muss versuchen, hier die Leute hier zu immunisieren, die Muslime, besonders die Heranwachsenden, zu immunisieren, indem man ihnen ihren aus dem Iman, aus einem bloßen Erbe, das sie einfach so in die Wiege gelegt bekommen haben, indem man ihren Iman stützt und stärkt durch Belege, durch Beweise, durch rationelle Beweise. Das ist ein Weg, das zur Bewerkstelligung. Wie dem auch sei, At-Tirmidhi und Ibn Majah überliefern, also in Bezug auf diesen Hadith, er sagte, أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. Liebe für die Menschen, liebe für den Mensch, was du für dich selbst liebst. Was ist die Folge davon? تكن مسلما. Dann bist du ein Muslim. Ibn Abi Dunya überliefert in einer Aussage von Sa'id al-Maqburi, der sagte, uns wurde zuteil, dass ein Mann zu Isa ibn Maryam kam und sagte, Ya Muallim al-Khair,
das heißt Lehrer des Guten, der den Menschen das Nützliche und Gute beibringt. Wie kann ich Taqi sein? Wie kann ich Taqwa haben? Wie kann ich zu den Gottesfürchtigen gehören, also die Eigenschaft der Taqwa erfüllen? Er sagte, durch ein leichtes, es ist leicht, liebe Allah Ta'ala inbrünstig. Das ist die erste Sache, die er nennt. Schufte deiner Befähigung nach. Yani, tu, was du tun kannst, handle. Sei mild und barmherzig mit den Kindern deiner Gattung. Und dann fragte er, wer sind die Kinder meiner Gattung? Er sagte, es sind die Kinder Adams alle. Was dir für dich selbst nicht gefällt, das tu den anderen nicht an. Was dir für dich selbst nicht gefällt, das tu den anderen nicht an. Das ist die Bedeutung des Hadiths oder ein Teil der Bedeutung, für seinen Bruder zu lieben, was man für sich selbst liebt. Das heißt ja auch im Umgekehrten oder umgekehrt, wenn dir etwas selbst nicht gefällt, dass es mit dir getan wird, dass man mit dir auf diese Art und Weise umgeht, dann tu es auch niemand anderem an. Dann sagt er, tust du dies, bist du gottgefällig. Diese Aussagen, manchmal finden wir in den Aussagen der Altvorderen, sagen, es ist leicht und dies und jenes ist leicht. Wie zum Beispiel die Aussage von Hassan ibn Abi Hassan, als er sagte, er wurde über den Wara' gefragt. Al-Wara' ist eine intensive Form der Tüchtigkeit, Enthaltsamkeit. Er wurde über den Wara' gefragt und dann sagte er, Amr und Sahl, eine leichte Sache, eine leichte Sache. Idha rabaka amrun, fada'hu. Wenn dir etwas bange macht, dann lass es. Die Gelehrten sagen aber, Ibn Rajab kommentiert diese Aussage von ihm und dann sagt er, das ist nur für seinesgleichen leicht. Das ist leicht für seinesgleichen. Das heißt auch in der Tüchtigkeit und derartiges sind die Menschen, ihre Kräfte sind verschieden, oder nicht? Das ist wie das Körpertraining. Jemand, der trainiert ist, der eine gewisse Körperstatur hat, schwere Gewichte können für ihn ein leichtes sein, ein Untrainierter wird daran zugrunde gehen, wenn er sich an gleichem Gewicht, mit gleichem Gewicht beginnt. Und deswegen sagt auch Al-Imam Ahmad, wenn er in seiner Sitzung saß, haben manchmal seine Gefährten ihn um Erlaubnis gebeten, von seiner Tinte zu nehmen. Normalerweise ist es so, unter Freunden und Bekannten fragt man sich nicht bei so Kleinigkeiten, richtig? Oder wenn du bei einem guten Freund zu Besuch bist und da liegt irgendwo in der Nähe Essen, Süßigkeiten, du musst ihn nicht fragen, ja, darf ich das essen? Darf ich bitte, da liegt eine Flasche und erstmal warten, bis er kommt und dann darf ich trinken? Oder stehen bleiben und bis er kommt, auf seine Erlaubnis warten, kann ich mich hinter... Das alles ist ein bisschen kalt, ja. Das ist nicht notwendig bei engeren Beziehungen. Jemand fragte ihn diesbezüglich, ob er denn seine Tinte benutzen darf. Und dann sagte er, er sagte, لَمْ يَبْلُغْ وَرَعِي وَلَا وَرَعُكْ مِثْلَ هَذَا. Weder mein Wara, yani meine Enthaltsamkeit, Tüchtigkeit, ist bis hierhin angelangt, noch deine. Obwohl er selbst das nicht getan hat. Yani. Jemand von den Gelehrten wurde mal gefragt, er sagte, meine Mutter befiehlt mir, mich von meiner Frau zu trennen. Sie befiehlt mir, mich von meiner Frau zu trennen. Soll ich mich von meiner Frau scheiden? Und dann sagte er sagte, wenn es nichts mehr gibt in der Tüchtigkeit, in der Güte zu deiner Mutter, was du ausgelassen hast, also das heißt, du hast alles gemacht, alle Formen der Gütigkeit und der Tüchtigkeit des guten Verhaltens mit der Mutter hast du getan und es fehlt nur noch das, sozusagen die Spitze, dann tu es. Wenn das aber nicht der Fall ist,
Dann lass es. Was will man damit sagen? Die ganz subtilen, feinen, oder die Feinheiten, so Kleinigkeiten, kümmere dich nicht um sie. Es ist nicht angemessen und nicht, es ist nicht schön, sich mit derartigen zu beschäftigen, wenn man große, schwerwiegende andere Probleme hat. Das ist wie, ein Mann kam zu Anas ibn Malik, es war Anas, wenn ich mich nicht irre, die waren aus dem Irak. Und sie waren im Zustand des Ihram. Wir haben ja im letzten Dars erwähnt, dass der Muhrim ihm untersagt ist zu jagen, richtig? Er darf nicht jagen. Das heißt, töten und so. Und da fragten sie ihn, wie es denn ist, ob der Muhrim Mücken und Moskitos töten darf. Mücken und Moskitos. Das sind keine essbaren Sachen eigentlich. Aber kann sein, dass sie gedacht haben, ja, Heuschrecken darf man auch nicht töten. Vielleicht sind dann Moskitos auch so. Und dann sagte er, ihr fragt mich über Moskitos und habt den Hussein getötet. Also ihr habt das Blut von Al-Hussein an euren Händen und fragt mich über Moskitos. Ja, und das ist nicht angemessen. Versteht? Und genauso diese subtilen, feinen Sachen, wenn jemand ganz große Probleme hat oder noch ganz andere, größere Sachen zu verwirklichen hat, dann lasst diese Kleinigkeiten. Das ist nicht angemessen. Das sieht nicht schön aus. Das ist wie jemand, da gibt es einen wichtigen, witzigen Bericht. Das hat jemand, das in dem Buch Al-Mustadraf ist das erwähnt. Das ist eine Sammlung von verschiedenen Sachen, Geschichten, Überlieferungen, Weisheiten, Gedichten. Darin sagt er, kam ein Mann wurde dafür, wie gesagt, verurteilt, beziehungsweise hat sich herausgestellt, dass er Ehebruch begeht. Und er hat eine Frau geschwängert. Eine Frau ist schwanger geworden dadurch. Und dann sagten sie zu ihm, Waihak, oder sagten, Qatalak Allah, Lima lam ta'zil, warum hast du nicht den Azal begangen? Al-Azal ist eine Form der Verhütung. Das nennt man Coitus Interruptus, wenn es euch was sagt. Und dann sagte er, er sagt, ich habe gehört, dass es Makruh ist. Ich habe gehört, dass es Makruh ist. Das ist, versteht ihr, das ist hiermit gemeint. Du fragst nach Tinte und da gibt es andere Sachen, die, an denen man arbeiten sollte. Dieser Hadith dient unter anderem der Verwirklichung von Harmonie und Gleichgewicht und Ordnung innerhalb der Gesellschaft. Inwiefern ist das zu verstehen aus diesem Hadith? Weil eigentlich spricht er ja einfach nur darüber, dass man für seinen Bruder lieben soll, was man für sich selbst liebt. Wenn wir das so verstehen, wenn nur mal jetzt im Idealfall, es ist vielleicht ein bisschen utopisch, aber im Idealfall, wenn der Mensch für seinen Bruder nur liebt, oder liebt, was er für sich selbst liebt. Und wie gesagt, das bedeutet auch, dass er all das nicht liebt für ihn, was er für sich selbst auch nicht liebt. Das führt zu einer Harmonie in der Gesellschaft. Das heißt, es löst in deinem Gegenüber diverse Emotionen aus, der Liebe, des Gefallens, der Freundschaft. Und wenn dieses Klima allgegenwärtig wird in der Gesellschaft, dann führt das zu einer, yani einer harmonischen Gesellschaft. Und daher sagt Allah Ta'ala, also dieses Prinzip ansprechend, oder diesen Maqsid, also das heißt dieses Ziel, und das ist tatsächlich ein Ziel vieler Gesetze des Islams, Konflikte zu minimalisieren. Konflikte zu verringern oder komplett aufzuheben. Es gibt eine Menge Ahkam, die Ahlul Ilm damit begründen. Denn zum Beispiel, der Prophet sallallahu alaihi sagte, La yabi' ahadukum ala bay'i akhihi, wa la yakhtib ala khitbati. Was heißt das? Das wird in Bukhari und Muslim überliefert. Er sagte, keiner von euch
soll, also wenn man das jetzt wortwörtlich übersetzt, macht es vielleicht nicht viel Sinn. Ich erkläre es einfach. Wenn ich einen Handel betreibe, nehmen wir mal, ich verkaufe Person A etwas. Es gibt ja eine sogenannte Widerrufszeit. Gibt es das? Wie viel ist das? 2 Wochen. Hä? 14 Tage. 14 Tage. Ich meine, es gibt zwei Formen des Widerrufs. Es gibt mehrere Formen, aber zwei haben etwas mit der Zeit zu tun. Also die nicht etwa wegen diversen Mängeln in der Ware oder in dem Austauschmittel bestehen, sondern einfach an Zeit gebunden sind. Es gibt einmal das sogenannte Khiyarul Majlis, das heißt in der Handlungssitzung, habe ich euch im letzten Dors erklärt. Wenn ich etwas verkaufe, beispielsweise hier an dieser Stelle, betreibe ich einen Handel mit dir. Und solange wir noch in der Sitzung sind, solange wir zusammen sind, uns noch nicht voneinander entfernt haben, besteht das Recht, diesen Verkauf oder Vermietung oder was für ein Vertrag das auch sein mag, nicht alle, die Ehe zum Beispiel, hat keinen Khiyar. Bei der Ehe gibt es dieses Widerrufsrecht nicht. Also es geht nicht, dass jemand hier gerade den Vertrag macht und die sind noch in der Sitzung, dann sagt er, nee, das ist doch nicht so mein Ding. Ihr glaubt nicht, es gibt solche Situationen. Ein Freund von mir erzählt mir, er sagt, da war ein Paar, das ist zu ihm gekommen. Er hat sie verheiratet. Er hat sie gerade verheiratet. Er sagt, ich habe mir meine Kleidung angelegt und bin aus der Moschee raus. Und da stehen sie wieder an der Tür und sagen, wir möchten uns trennen, scheiden. Jedenfalls, diese Verkaufsgeschichte. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt jetzt, es gibt also einmal diese Widerrufsfrist, Sitzung und auch vereinbarte Widerrufsfristen. Das nennt man Shartul Khiyar. Das heißt, wir vereinbaren uns eine Woche, einen Monat, ja, 2 Monate Zeit, ein Tag, das ist egal. Dann habe ich innerhalb dieser Zeit das Recht, die Ware unbegründet wieder zurückzugeben. Oder umgekehrt, der Verkäufer kann seine Ware wieder zurückverlangen, unbegründet. Das hat diverse Details und so, weil es kann zur Abnutzung kommen. Und das ist aber nicht das Thema jetzt. Wie kann man sich jetzt den Hadith hier vorstellen? Der Prophet sagt, keiner soll durch seinen Verkauf zur Aufhebung des Verkaufs seines Bruders führen. Also nochmal zurück zur Situation. Ich verkaufe hier etwas, eine Ware. Nehmen wir mal an, ich habe sie verkauft für 100 Euro. Und dann kommt ein anderer und der Käufer hat noch diese Rückgabe, sozusagen dieses Rückgaberecht, diese Frist. Und dann sagt er, ich verkaufe dir diese Ware für 80 Euro, mach deinen Handel rückgängig. Das bedeutet, la yabi' ala bay'i akhihi. Warum? Zu was führt das? Es führt zu Konflikten, der wird den anderen verabscheuen, dafür, dass er ihm sein Geschäft kaputt gemacht hat. Bei der Ehe das Gleiche, er sagt, wa la yakhtib ala khitbati akhihi. Was heißt yakhtib? Ihr kennt das bestimmt, Khutba. Al-Khutba. Al-Yakhtib, Khutba. Was heißt Khutba? Das ist die Freitagspredigt. Oder nicht nur die Freitagspredigt, jede Predigt nennt man Khutba. Da gibt es aber die Khitba mit einem Kasra. Khitba, das ist, wenn man um die Hand einer Frau anhält. Er sagt, wa la yakhtib ala khitbati akhi. Das heißt, er soll nicht die Hand einer Frau anhalten, für die schon sein Bruder
geworben hat. Warum? Die gleiche Ursache. Die gleiche Ursache. Wenn er dann merkt, wenn er merkt, hier später, das hat nicht geklappt und der andere hat sie geheiratet, und er hatte zuerst bei ihnen, bei dieser Familie angeworben, dann führt das zu, das führt meistens dann zu Konflikten und zu Aufladung. Ist das niemals erlaubt? Also so, ab wann darf diese Frau dann wieder angesprochen werden? Entweder erlaubt oder es ist irgendwie, es wird bekannt, es ist ersichtlich, dass er abgelehnt wurde. Auch in diesem Fall ist das natürlich dann nicht mehr verboten. Und übrigens, das nennt man in vielen Kulturen nennen sie das die Verlobung, richtig? Bei den Türken, die nennen so etwas auch Verlobung. Die Verlobung ist kein verbindlicher Vertrag oder so. Einige haben die Vorstellung, dass es ein verbindlicher Vertrag sei und die Frau irgendwie diesen Mann dann heiraten muss und es gibt keinen Ausweg mehr. Das ist nicht richtig. Die Verlobung ist nicht mehr als ein Versprechen oder eine Abmachung. Es ist kein verbindlicher Vertrag. Das heißt, man kann das jederzeit absagen, ohne weitere Folgen. Es gibt in unseren Gesellschaften diverse zementierte Überzeugungen. Ich frage mich manchmal, wo sie herkommen. Beispielsweise eines der Fälle, das ich auch öfters höre, ist das Fürsorgerecht. Das Fürsorgerecht des Kindes bei einer Scheidung. Wer hat das Fürsorgerecht bei einem Kind, wenn es zu einer Scheidung kommt? Was man meistens hört ist, nein, nicht die Mutter. Meistens, besonders die Herrschaft der Männer, die beansprucht und hat irgendwie die Überzeugung, dass immer der Vater das Anrecht hat auf das Kind. Ich weiß nicht, woher das kommt. Und also das ist nicht so aus Stolz oder Arroganz. Sie denken, das ist religiös so. Er denkt, das steht ihm also, schariatisch steht ihm das so zu. Fakt ist aber, dass es nicht so ist. Grundsätzlich, das erste Anrecht auf die Erziehung und die Fürsorge hat die Mutter. Die Mutter des Kindes. Wenn das Kind 7 Jahre alt wird, erwähnen die Fuqaha, dass es ab diesem Zeitalter entscheiden kann, weil es eine gewisse Reife erlangt hat. Also es ist zwar nicht ganz geistlich ganz ausgereift, aber eine gewisse Reife hat es. Deswegen nennen sie dieses Alter Sinn und Tamiz. Das Kind hat 2 Phasen oder mehrere Phasen, aber 2 große Phasen, Abschnitte seines Lebens. Einmal alles vor dem Tamiz, das ist vor 7 Jahren. Tamiz bedeutet, dass er eine gewisse Unterscheidungs- und Entscheidungsfähigkeit hat. Also er ist in der Lage zu verstehen, wenn ich mit ihm kommuniziere, begreift er, was zu ihm gesagt wird, und er kann entsprechend handeln und auch antworten und reagieren. Das nennt man Sinotamis, das beginnt so bei 7 Jahren. Und bis 7 Jahre ist das Kind ja nicht zurechnungsfähig, richtig? Das Kind ist nicht zurechnungsfähig gesetzlich. Gesetzlich ist es nicht zurechnungsfähig. Und es ist auch noch nicht angesprochen von Pflichten und Verboten. Die Handlungen des Kindes, wenn es etwas tut, sagt man nicht, er hat ein Verbot gebrochen, er hat was Verbotenes getan. Das sagt man bei dem Kind nicht, weil es ist nicht zurechnungsfähig. Und dann gibt es die nächste Phase, und das ist der Bulugh. Bulugh bedeutet dann die tatsächliche Ausreifung, das ist eigentlich die Geschlechtsreife. Und ab diesem Moment ist das Kind dann gänzlich, vollständig zurechnungsfähig und kann auch Ansprüche erheben. Ansprüche hat das Kind auch vor dem Bulugh. Wenn ein Kind beispielsweise, wenn der Vater des Kindes verstirbt, ein Säugling, sagen wir, es ist ein Säugling, hat das Kind Anrechte auf das Erbe? Er hat Anrecht. Also er hat Rechte. Er hat Rechte, aber keine Pflichten. Er hat Rechte, aber keine Pflichten. Das bedeutet aber nicht,
dass die Handlungen des Kindes ungestraft davonkommen können. Yani, wenn ein Kind Sachschaden verursacht, hat es gesündigt? Sagen wir, es hat Haram begangen, haben wir eben gesagt, das können wir nicht sagen. Wir sagen dann nicht, es hat was Verbotenes begangen. Aber muss für den Schaden gehaftet werden? Es muss trotzdem gehaftet werden für den Schaden. Das gleiche gilt für die Zakat. Das Kind, wenn das Kind Vermögen besitzt, es besitzt Vermögen, beispielsweise Erbe oder sonst was, irgendwelche Hinterlassenschaften oder Schenkungen, und dieses Geld hat den Betrag der Zakat-Fälligkeit erreicht, geben wir die Zakat daraus, obwohl das Kind eigentlich noch nicht von Pflichten angesprochen ist, wir geben trotzdem die Zakat daraus, weil die Zakat hat mit dem Vermögen zu tun. Und genauso, wenn das Kind tötet, nehmen wir mal an, ein Kind tötet, das Kind ermordet jemanden. Was machen wir damit? Wird das Kind bestraft? Nein, es wird nicht bestraft. Aber es gibt trotzdem einen Schadensersatz, die sogenannte Dia. Selbst wenn das Kind das mit Vorsatz gemacht hat, auch wenn es das mit Vorsatz gemacht hat. Deswegen sagen die Fuqaha, sie sagen, Amdut Tifl Khata. Amdut Tifl Khata. Vorsätzliche Handlungen des Kindes werden wie Fehler beurteilt. Was heißt Fehler? Unabsichtliche Handlungen. Unabsichtliche Handlungen. Es kann aber natürlich noch andere Maßnahmen geben. Also das bedeutet nicht, dass das Kind ermordet jemanden und man zahlt den Schadensersatz und gut ist. Ja, und das Kind kann ganz gewöhnlich weiterleben. Es gibt natürlich Maßnahmen, erzieherische Maßnahmen und vielleicht, ja, wenn das Kind psychisch nicht ganz gesund ist, aber das ist eine andere Sache. Genau, wenn das Kind dann 7 Jahre alt ist, also das Alter des Temis erreicht hat, kann es entscheiden, zu wem es gehen möchte. Ja, aber hier das Beispiel mit dem Kind habe ich erwähnt, als ein Paradebeispiel für feste Überzeugungen in der muslimischen Community, die manchmal, ja, deren Ursprung fragwürdig ist, wo so etwas herkommt. Tayyib. Ja. Gehen wir weiter zum nächsten Hadith.